dream that you dream of, dream really do come true. Die Rückenschmerzen. Normal ging Peter ja nicht gern zum Arzt, aber in dem Fall dachte er, muss ich doch mal nachschauen lassen. Vielleicht eine Routineuntersuchung. Und dann kam alles anders. An seinem 39. Geburtstag erhielt er die Diagnose, die alles veränderte. Lungenkrebs im Endstadium, Metastasen überall im Körper. Die Ärzte konnten nicht glauben, dass er überhaupt noch zu Fuß in die Praxis kam. Das bin doch nicht ich. Die müssen die Bilder vertauscht haben. Ich nehme dieses Todesurteil nicht an. Elke und er versuchten, die Diagnose zu ignorieren, einfach weiterzumachen. Doch der Same des Verfalls war gesät. Die Bilder haben sich zu tief eingebrannt. Elke kämpfte um ihn, bewachte ihn, sorgte für ihn, versuchte, den klaren Verstand zu bewahren. Wir kriegen das wieder hin. Es wird wie früher, du wirst sehen. Sie haben gehofft, wir alle haben gehofft, bis zuletzt. Wir haben gebetet, vielleicht möchte Gott ein Wunder tun. Doch vor einer Woche war es soweit. Ich kann nicht mehr. Ihr müsst mich loslassen. Ich werde es nicht schaffen. Und dann, einen Tag davor, sagte er, jetzt beginnt der Sterbeprozess. Wenn die Glocken läuten, werde ich hinübergegangen sein. An den Ort, wohin wir uns alle sehnen. Dort werde ich spazieren über duftende Wiesen. Mit Angie, wie er es zuvor geträumt hatte, leicht, ohne Schmerzen. Mit allen Menschen, die uns bereits vorangegangen sind. Es wird mir dort gut gehen, ihr müsst mich loslassen. Alles ging so schnell. Peter Brandenburg ist von uns gegangen. Wir können es noch nicht fassen. Wieso er? Wieso so jung? Wieso hat Gott das zugelassen? All diese Fragen bewegen uns
an diesem heutigen Tag. Doch wir werden keine befriedigenden Antworten finden. Und selbst wenn wir Antworten hätten, sie würden uns nichts nützen. Wir müssen Gottes Ratschluss akzeptieren. Wir haben jedoch eine Wahl. Wir können uns mit unseren Fragen, unserer Trauer, unserem Unverständnis zu Gott flüchten, der uns beistehen möchte, der mitten unter uns ist, auch in diesem Moment. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist der Urheber des Lebens. Bei ihm können wir uns trösten lassen und bei ihm finden wir auch den wahrhaftigen und bleibenden Frieden, der auch über diese Erdenzeit hinaus andauern wird. Lasst uns hören auf Worte des 121. Psalms, der noch kurz vor seinem Tod Peters Lieblingspsalm wurde. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir stehen fassungslos vor dir. Wir können nicht begreifen, warum du Peter so früh zu dir gerufen hast. Aber auch wenn wir es nicht verstehen, wollen wir dir vertrauen, dass du es trotzdem gut mit uns meinst. Wir danken dir für Peter. Danke, dass du ihn hast leben lassen auf dieser Erde. Danke, dass wir ihn kennen und lieben durften. Danke, dass wir das Gute, das er in unser Leben gebracht hat, im Herzen bewahren und weitertragen dürfen. Danke, dass du uns hilfst, das loszulassen, was wir loslassen müssen, und das im Herzen bewahren, was bleibend ist. Sei nun mitten unter uns in dieser Abschiedsfeier. Berühre unsere Herzen mit deiner Liebe. Verbinde uns alle durch deinen Heiligen Geist, der unsere Herzen mit Frieden füllen möchte. Uns alle eins macht. In dir. Dir sei Lob und Preis und Ehre. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. In Jesu Namen. Peter Vandenburg wurde am 24. Februar 1983 in Witten in Westfalen geboren. Seine Eltern Peter und Anna verließen noch kurz vor seiner Geburt zusammen mit seiner älteren Schwester Elisabeth Timișoara in Rumänien. Die Donauschwaben setzten ihre Hoffnung auf die Urheimat, auf Deutschland. Hinter dem eisernen Vorhang hatten sie als Deutsche mit vielen Benachteiligungen zu kämpfen. Ein Ende war nicht absehbar. Also fassten sie den Mut und kamen nach Deutschland, wo jedoch vieles ganz anders war, als sie es erwartet hatten. Das Deutschland von damals, das Deutschland aus ihren Erinnerungen, von dem die Vorfahren erzählt hatten, das gab es so nicht mehr. Es war ein anderes Land. Andere Menschen, ja sogar eine andere Kultur. Für Peter selbst war der Anfang des Lebens nicht ganz leicht. Auch wenn er sich nicht wirklich daran erinnern konnte. Die Fluchterfahrung, die Ungewissheit der Zukunft, all das hatte sich tief in ihm eingeprägt. So fiel es ihm schwer, flüssig sprechen zu lernen. Nach kurzer Zeit kam die Familie hierher in die Gegend. Peter bekam einen Platz im Sprachheilkindergarten, später dann in der Sprachheilschule. Und tatsächlich, er überwand alle Hindernisse. Er lernte fließend sprechen. Er konnte die Regelschule besuchen
und seinen Abschluss machen. Er machte eine Ausbildung als Schlosser und kam dann später zu Daimler nach Sindelfingen, wo er als Fertigungsmechaniker arbeitete. Fast 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert, hielt er seinem Arbeitgeber die Treue. Auch wenn die Monotonie seines Arbeitsalltags und auch das Schichtarbeiten ihm nicht immer Freude bereiteten. Er war sich jedoch seiner Verantwortung bewusst, für seinen Lebensunterhalt selbst zu sorgen. Deswegen machte er seine Arbeit auch gerne. Aber zum Glück gab es auch noch ein Leben nach der Arbeit. Und gerade darauf legte Peter einen besonderen Fokus. Das Leben genießen, Freunde treffen, die Welt entdecken. Das war Peters große Leidenschaft. Und so lernte er vor genau 20 Jahren, ich habe schon die Straßenschilder wieder gesehen, es findet dieses Jahr wieder statt, das internationale Straßenfest hier in Sindelfingen. Lernte er dich, lieber Elke, kennen. Ja, und das Leben genießen, Freunde treffen, die Welt entdecken. Das galt auch vorerst für eure Beziehung, die sich erst langsam zur Liebe entwickeln durfte. 2009 schließlich wurde euch beiden bewusst, dass ihr tiefere Gefühle füreinander habt als allein Freundschaft. Ihr wurdet ein Paar. An heiraten dachte da erstmal noch niemand. Doch dann, es war die Kuba-Reise, da machte dir Peter den Heiratsantrag. Und eure Beziehung wurde endgültig verbindlich geschlossen am 9.11.2012. Ihr habt das Leben auch zu zweit genommen. Ihr habt unzählige Länder bereist, die jetzt aufzuzählen würde, den Rahmen sprengen. Euer Kühlschrank hängt voll mit allen Ländern dieser Welt. Unfassbar. Ihr habt euer Leben zu zweit genossen. Und dann kam ihr auf die Welt. Wart ihr zu dritt. Eine schöne, kleine Familie. Und ihr hattet den Wunsch nach dem zweiten Kind, der blieb erstmal unerfüllt, bis er schließlich doch erfüllt wurde. Und ihr wurdet beschenkt mit der lieben Amelie, die heute ganz fröhlich ist an diesem Tag. Ich habe es schon gesehen. Sie strahlt Freude aus und möchte auch unsere Herzen mit Freude berühren. Ja, alles hätte so weiterlaufen können. Das Leben war schön. Ihr wart dankbar und habt euch auch innerlich reich gefühlt, nicht nur äußerlich. Doch es kam anders. Peters Zeit, unsere Zeit, sie steht nicht in unseren Händen. Das ist uns oft nicht bewusst, aber unser Leben gehört uns nicht. Unsere Tage hier auf der Erde, sie sind uns geschenkt. Ob es nun viele sein mögen oder wenige, sie sind ein Geschenk. Lasst uns nun ja, das nächste Lied, wir singen es euch vor, ihr dürft gerne auch beim Refrain mit einsteigen, vielleicht kennt ihr das, meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir, du Gott gibst Geborgenheit. Du kannst alles wenden, gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Du liebst mich, du lässt mich nicht los.
Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen. Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen. Dieser Satz stammt von Albert Schweitzer. Der Theologe und Arzt hatte die Bibel so verstanden und auch danach gelebt. Es geht um die Liebe. Denn es steht geschrieben im 1. Johannesbrief: Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt und Gott in ihm. Gott ist die Liebe. Wenn wir in der Liebe sind und in ihr bleiben, dann sind wir in Gott und er in uns. Das ist das Evangelium in Nussschalenform. Und eigentlich sollte das Leben dann doch ganz einfach sein. Das Problem ist aber, dass wir Menschen es nicht immer schaffen, in der Liebe zu bleiben. So viele Dinge möchten uns ablenken von der Liebe. Neid, Eifersucht, Streit, Materialismus, Konsumismus. Es gibt unzählige Dinge, die uns von der Liebe trennen möchten. Auch der Tod eines geliebten Menschen kann dazu führen, dass wir in so tiefe Trauer fallen, dass wir die wahre Liebe dabei vergessen. Dabei ist die Liebe viel mehr, als die moderne Welt uns suggerieren möchte. Die Liebe ist eben nicht nur ein romantisches Gefühl, das sich einstellt, wenn alles bestens läuft, wenn sich unsere Vorstellungen erfüllen. Das ist keine Liebe. Die Liebe ist viel mehr. Sie geht viel tiefer. Wahre Liebe hat etwas mit Hingabe zu tun, mit Vertrauen, auch mit Loslassen. Wahre Liebe gibt die Eigenherrschaft auf und gibt sich ganz hin, ohne Hintertür. Kein Mensch hat meines Erachtens die Liebe schöner und besser beschrieben als der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief im Kapitel 13. Dem ich jetzt gerne vorlesen möchte. Paulus schreibt: Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse, hätte alle Erkenntnis, hätte sogar allen Glauben, dass ich Berge versetzen könnte, aber hätte die Liebe nicht, so wäre ich gar nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe mein Leib verbrennen, aber hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütz. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt keinen Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich auch nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk, unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Jetzt sehen wir noch durch einen Spiegel nur ein dunkles Bild. Dann aber werden wir sehen von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, so wie ich erkannt bin. Es bleiben nun aber Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
Die Liebe ist das Größte. Die Liebe hört niemals auf. Alles andere wird aufhören. Unser Leben, diese Welt, alles ist vergänglich. Aber die Liebe hört niemals auf. So auch jetzt. Wenn wir an die Spuren der Liebe denken, die Peter in unserem Leben hinterlassen hat, dann können wir Gott darin erkennen. Die Liebe hört niemals auf. Die liebevolle Erinnerung an Peter wird ihn lebendig halten in unserer Mitte. Das, was er uns vorgelebt hat, das, was ihn ausgemacht hat, seine lebensfrohe Natur, seine liebevolle, rücksichtsvolle und zuvorkommende Art, die innere Ruhe, die er verkörperte und ausstrahlte, all das wird bleiben und in uns weiterleben, wenn wir in Liebe an Peter denken. Es mag schwer sein, weil es schmerzlich ist, es tut weh. Wie gerne hätten wir ihn noch bei uns behalten. Als ich Peter vor circa 3 Wochen noch zusammen mit Yvonne bei euch zu Hause besucht habe, da haben wir noch eine Liste gemacht, was ich in diesem Leben noch erleben möchte. Ich wollte mit dem Peter nach vorne blicken, nicht nach hinten. Das Leben war perfekt, war toll, aber was steht noch vorne? Und da haben wir eine, finde ich, tolle Liste gemacht. Und was mich echt bewegt hat, das Erste, was er sich gewünscht hat, war Gesundheit und Glück für seine Familie und Freunde. Sein erster und wichtigster Wunsch drehte sich nicht um sich selbst. Er hat nicht gebeten, dass er gesund wird. Er hat sich für euch Gesundheit gewünscht und Glück. Und so hat er eben nach euch geschaut, nach den anderen, nach Elke, den Töchtern, Mia, Amelie, nach der ganzen Familie, nach den Freunden und Kollegen. Und dass ihr alle hier seid, beweist, dass es so ist. Ein Segensfest für Amelie wollte er noch miterleben. Zum Gottesdienst zu uns wollte er kommen, nach Pforzheim, ins Lebenshaus. Er wollte mit mir noch nach Hermannstadt reisen. Viele seiner Wünsche lassen sich jetzt vielleicht nicht mehr so erfüllen, wie wir sie gerne erfüllt gehabt hätten. Aber ich bin sicher, und ich glaube mittlerweile, dass Peter es damals auch schon wusste, dass er eben nicht mehr persönlich im Körper mit dabei sein würde. Aber ich glaube, dass es in Peters Sinn ist, dass wir nun diese Wünsche in die Tat umsetzen und dabei an Peter denken. Dann ist er auch mitten unter uns. Wir sind mit ihm verbunden durch die Liebe Gottes. Es war Peters Wunsch, dass wir aufeinander zugehen, dass wir die Zeit, die wir noch haben, in der richtigen Weise nutzen. Das war nochmal eine ganz besondere Erkenntnis, die er zuletzt hatte. Nicht die Lebenszeit vergeuden mit Geschwätz oder nutzlosen Dingen, sondern das, ja, dass wir einander vergeben, dass wir einander beistehen, dass wir uns gegenseitig helfen und füreinander da sind, in guten und in schlechten Zeiten. Und so habt ihr, Elke und Peter, uns das vorgelebt. Ihr habt die guten und schönen Seiten des Lebens genossen. Wirklich, da kann euch keiner was vormachen. Aber auch in dieser schweren und herausfordernden Zeit hat mich sehr beeindruckt. Ihr habt zusammengehalten wie Pech und Schwefel. Ihr habt alles zusammen gemacht. Ihr wart immer verbunden durch das Band der Liebe. Und so durfte auch Peter gehen. Und Elke, du hast ihn losgelassen. In Liebe. Als du erkannt hast, er muss gehen, er wird gehen, hast du ihn losgelassen. Er durfte seinen Körper und dieses Erdenleben verlassen in einer getragenen und liebevollen Atmosphäre, nämlich zu Hause, allein mit seiner Frau, Kinder und die Schwiegermutter Maria, sie schliefen gerade. Und als er den letzten Atemzug um kurz vor 5 getan hatte, dann, wie er es prophezeit hatte, begannen wirklich die Glocken zu läuten. Es war, als würde der Himmel uns grüßen. Was kann es Schöneres geben? Abschied nehmen müssen wir alle einmal. Und nach unseren Vorstellungen, wir denken quantitativ, ein langes Leben ist ein gutes Leben, aber ein langes Leben heißt nicht automatisch ein gutes Leben. Peter hatte ein gutes Leben, ein erfülltes Leben. Und so wollen wir ihn in Ehren halten, an ihn denken.
Und auch beim nächsten Lied, was wir für euch singen, still werden vor Gott und über unser eigenes Leben nachdenken, auch an die Spuren der Liebe, die wir in den Herzen anderer Menschen hinterlassen haben. Vielleicht auch an Menschen, die wir verletzt haben, weil wir nicht in der Liebe waren. Im Anschluss an das Lied wollen wir eine gemeinsame stille Zeit halten, dass Gott auch nochmal zu jedem Einzelnen wirklich sprechen kann, jetzt hier und heute. Denn wenn Meere toben und Stürme wehen, dann können wir mit Gott auch über das Wasser gehen. Das sagt dieses Lied aus. Wenn Chaos droht, alles schlimm ist, die Welt geht unter, wenn wir in ihm Zuflucht nehmen, werden wir still, bekommen wir Kraft. Und so erleben wir das, dass wir in der Trauer auch Kraft empfangen.
alle miteinander. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid, um mit uns einen grandiosen Menschen zu ehren und ihn auf seinem letzten irdischen Weg zu begleiten. Jeder von uns mag seine ganz persönlichen Beweggründe haben, heute hier zu sein. Ich bin hier, weil ich Peters viel zu kurzes Leben feiern möchte. Natürlich bin ich auch sehr traurig, dass wir so unendlich viele Momente und Erinnerungen nicht mehr gemeinsam gestalten und erleben dürfen. Es gibt so vieles, das Peter seinen Mädels noch zeigen und beibringen hätte müssen, sollen und ganz gewiss auch wollte. Wir bestimmen unser Leben nun mal nicht. Wir treffen Entscheidungen, wir gestalten, wir leben, lieben und werden geliebt. Doch am Ende wissen wir nicht, wie lang unsere Zeit auf dieser schönen, energiegeladenen Erde sein wird. Ich denke, ich muss keinem von euch etwas über seinen Witz, seinen Charme, seine Geduld oder seine Frohnatur erzählen. Jedem dürfte noch sein spontanes Lächeln in den Ohren klingeln. Dieser stattliche Mann hat ein Denkmal verdient. Er hat Unglaubliches vollbracht. Peter bändigte meine wild entschlossene, tapfere und starke Schwester. Tut mir leid. Er und Elke schenken mir und meiner Familie die wunderbarsten Geschöpfe auf Gottes Erden. Zwei Engels namens Mia und Amelie, die so viel Freude bringen, die uns durch diese schwere Zeit leiten und uns zeigen werden, dass es weitergehen wird. Sie sind es, die uns jeden Tag die kleinen Wunder des Alltags aufzeigen. Peter hat das stärkste Band gebunden, das es gibt. Liebender Vater, Ehemann, Sohn, Schwiegersohn, Bruder und Schwager. Diese Bindung werden wir immer aufrechterhalten. Wir spüren deine Präsenz, deinen Trost, deine Güte und vor allem dein strahlendes Seelenlicht. Auf Peters Licht, das er in unsere Welt gebracht hat. Heute nochmal aus dem tiefsten Herzen bedanken bei Elke und bei Peter, dass ihr mich in euer Leben eingeladen habt und dass ich euch noch kennenlernen durfte vor 1,5 Jahren. Elke, da hast du mich angerufen, mich eingeladen, euch zusammen als Coach in die Meditation einzuführen. Und ab dem Moment, wo die Tür aufging, habe ich so eine starke Energie gespürt, in diesem Haus, in dieser Ehe, so viel Liebe, so viel Licht, so viel Zusammenhalt, wie ich es noch nie zuvor irgendwo gesehen habe. Da hat sich der eine vor den anderen gestellt, der andere dem anderen was abnehmen wollen, der andere dem anderen gegönnt und ich habe gedacht, ich habe es gespürt, das ist nicht gespielt. Und irgendwie konnte ich es doch nicht glauben und jede weitere Begegnung mit euch hat es nur bestätigt. Und ich danke Gott so sehr, dass ich Zeuge sein durfte einer so überirdischen Liebe. Und ich seit Tagen meine Tränen nicht zurückhalten kann, nicht aus Trauer, aus Glück, aus Freude, aus Rührung, dass die Liebe, die wirklich bedingungslose Liebe, alles sprengt. Und als die Diagnose kam und wie es Peters Worte beschrieben haben, würdest du mitwirken bei meiner Heilung? Würdest du mit mir zusammen meditieren, um mein Sonnenlicht zu aktivieren? Und als ich meine Hand auflegte, spürte ich wieder nur Licht, Energie, Gottes Geschenke, Freude. Ich sah einen geraden Weg,
Licht. Und ich sagte, Peter, da ist nichts. Da ist nichts Lebensbedrohliches. Und ich war so überzeugt davon, dass sein Körper heilen wird. Wovon ich nicht ausgehen konnte, dass eure Liebe so stark ist, dass sich nicht mal der Tod dazwischen stellt. Und deswegen weiterhin nur wirklich Platz für dieses Licht ist, für diese Energie, für Harmonie. Gar nichts übrig bleibt für Wut und Hass. Ab und zu mal eine kleine Lücke für Trauer. Und die ist okay. Und ich danke euch vom tiefsten Herzen dafür, dass ich Teil dieses Wunders werden durfte und dass ich sehen durfte. Auch die letzte Begegnung mit Peter und mein letztes Gespräch. Ich bin einfach überzeugt, dass wenn so eine junge Seele entscheidet, in so viel umgeben nur von Licht und Liebe, doch entscheidet zu gehen, dass er wirklich eine ganz, ganz große Botschaft an uns hat. Und wie er es am Schluss zu mir gesagt hat, ich begreife jetzt, wie wir nur durch Kleinigkeiten manchmal unser Leben schwer gemacht haben, unnötig. Jetzt will ich nur noch leben. Ich will meine Mädels nur noch lachen sehen. Ich will nur noch glücklich sein, gesund sein und jeden Moment voll und ganz genießen. Und ich bin mir sicher, dass er das auch von uns erwartet. Danke, Elke. Und danke, Peter. Vielen Dank. Du hast im Grunde jetzt wie eine Gebetszeit schon eingeleitet. Das hatte ich auch auf dem Herzen, dass wir jetzt aufstehen. Wer mag äußerlich, auf jeden Fall innerlich, dass wir vor Gott beten. Wer laut beten mag, darf das gern tun. Fürbitte halten für Elke, die Familie oder auch in der Stille. Wir schließen die Gebetszeit an einem gemeinsam gesprochenen Vater unser. Und die Katholiken unter uns, die dann noch das Ave Maria hinterher sprechen, dann ist das auch willkommen. Also jetzt erstmal still und wer dann ein Gebet auf dem Herzen hat, einfach in unsere Mitte, es wird unsere Herzen verbinden. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Leben, so wie du es geschaffen hast. Du hast unserem Leben einen Anfang gesetzt und ein Ende, Herr. Ich danke dir, dass es so gut ist, wie du es gemacht hast. Wir dürfen ewig leben bei dir und in dir. Auf dieser Erde ist unsere Lebenszeit begrenzt. Danke, dass aber deine Liebe nicht begrenzt ist, auch hier auf der Erde. Danke, dass du unsere Herzen öffnest für deine Liebe, Jesus, für deine Liebe, die sich hingegeben hat, ihr eigenes Leben nicht geschont hat, sondern ans Kreuz gegangen ist für uns, dass wir frei sein können, dass wir leben dürfen. Ich danke dir, dass du ein Tröster bist für die Trauernden. Ich danke dir, dass du der Elke beistehst, dass du für sie da bist, rund um die Uhr immer, dass du ihr Kraft schenkst, dass du der Vater im Himmel jetzt auch der Vater ihrer Kinder bist, dass du sie auch begleitest. Du bist ein Vater der Waisen und Witwen. Ich danke dir, dass wir das glauben dürfen. Herr, du schenkst uns das Leben hier auf Erden, du nimmst es auch. Gelobt seist du für alles, was du tust. Amen. Herr, du hörst auch unsere stillen Gebete, du kennst unser Herz, bevor wir irgendwas gedacht haben. Danke, dass du all unsere Gebete erhörst. Und wir beten füreinander und miteinander mit den Worten, die du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Nicht im Leben kann uns trennen von der Liebe Gottes. Das letzte Lied, was wir für euch singen, geht genau darum. Wie ein Stern, wie Mond und Sonne, wie Licht in dunkler Nacht, so will Gottes Liebe leuchten, die er der Welt gebracht hat. Weil er uns bei sich
Ja, der Anlass ist traurig, aber die Liebe ist intensiv, sie ist da. Und es ist auch sicherlich Peters Wunsch, dass wir dieser Liebe heute Raum geben in unserer Trauer, aber auch in der Freude und Dankbarkeit. Und deshalb seid ihr alle eingeladen, im Anschluss, viele wissen es schon, im Garten von Manu und Gerd noch Gemeinschaft zu halten. Es wird was zu essen und zu trinken geben, direkt im Anschluss an die Trauerfeier. Und wer nicht weiß, wo dieser Garten ist, folge einfach dem Menschenstrom nach dieser Trauerfeier. Ja, es ist eben heute nur in Anführungsstrichen eine Trauerfeier. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt am 9.6. um 15 Uhr im Friedwald Schönbuch die Urnenbeisetzung stattfinden, im kleinen Kreis. Es war Peters Wunsch, im Friedwald bestattet zu werden. Ja, und gleich, wenn wir diesen Raum verlassen, auch nochmal mit Musik wieder vom Band, die unsere Herzen berühren möchte, darf jeder nochmal, wer es möchte, persönlich Abschied nehmen am Sarg von Peter. Ja, jetzt bitte ich euch nochmal aufzustehen für den Abschied. Wer Peter Vandenburg geschätzt und geachtet hat, der bewahre ihm ein ehrendes Andenken. Wer an ihm schuldig geworden ist, der bitte Gott um Vergebung. Wer einen Vorwurf gegen ihn im Herzen trägt, der lege seinen Zorn beiseite und vergebe ihm. Und wer Gutes von ihm empfangen hat, der sei dankbar. Der Herr segne uns, er behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns, er sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen ewigen und bleibenden Frieden. Amen. There I can start before the beginning of time. No point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, the vapor of your breath, the planet's gone.